Ja, ist schon einsam jetzt hier der Hafen. Zwei einsame Hafenmeister auf hoher See. So sieht's aus. Ja, aktuell ist in Henrichenburg die Schleuse gesperrt aufgrund von Wartungsarbeiten. Deswegen kommt leider kein Schiff mehr. Das ist die einzige Schleuse, die wir haben. Und somit sind wir gerade so ein bisschen von der Außenwelt abgeschnitten. Ich persönlich vermisse das sehr. Wenn die Schiffe mal 6 Wochen nicht da sind, plus Urlaub, wir haben eben 2 Monate niemanden gesehen, kein Schiffer, ist halt, gehört dazu. Ist ja auch eine Menge Arbeit mit den Schiffseichungen, die Kontrollen und sowas alles, was dann fehlt. Aber so konnte man sich mal die Schwerpunkte ein bisschen anders legen und mal ein paar Sachen aufarbeiten, die man sonst nicht schafft. Ja, hier soll ein Schwergutransport, das heißt mit 2 riesengroßen Kränen soll hier ein sehr großes Bauteil von Land auf Schiff transportiert werden. 6 Meter muss umgerechnet hat der Kran eine Ausstifffläche. Aber lass uns gleich noch mal einmal nach dahin runter messen, Christian, weil ich glaube nicht, dass die Grenze ein Stückchen weiter hier ist noch. 26,7 plus 75, das heißt 101,7. Ganz einfache Addition. Christian ist ja auch ein bisschen älter, der kommt nicht mehr so gut runter. Ja, genau. Manchmal stört auch der Bauch. Kannst du mal das Fenster aufmachen, ich einen steifen Nacken. Ich bin schon älter. Deswegen vergisst du auch immer, deine Flaschen wegzubringen, ne? Dann poltern die so im Auto rum. Kolon. Das ist eine schlechte Zeit. Ich hab gedacht, ich hätte die alle rausgebracht. Das ist bestimmt ein Vermögen, wenn ich die auch wegbringe. Haben Sie ein Taxi bestellt? Yes. Voller Kraft. Los. Guck mal, was hier Material jetzt liegt. Ach, guck mal, Christian. Bald kommen da wieder Schiffchen angefahren. Ist die Schleuse wieder offen. Dann hat unser Leben endlich wieder einen Sinn. Schöner Leben vorbei. Straßen wieder frei, weil die 10.000 LKWs da nicht mehr rumfahren. Genau. Alles wieder per Schiff. Die Angler haben mir erzählt, dass hier ein Polizist, der privat unterwegs ist, die Angler kontrolliert. Ja. Was du das? Nee. So, können wir, oder was? Matrose ablegen! Ein Lieblingshafenbecken. Ich würde sagen, den Herrenberghafen finde ich am schönsten. Ist romantisch. Ja, das stimmt. Wenn du morgens bei der Kontrollfahrt da hinkommst und dann vorne zum Wendehammer fährst, das ist wirklich schön. Wenn wir Ärger hatten zu Hause, dann kuscheln wir da. Ja, dann holen wir uns unsere Liebe für Arbeit. Genau. Da steht Schatz. Ja, geh ruhig dran. Die Dortmunder Hafner, Christian Kramer, was kann ich für Sie tun? Ich bin im Moment nur die Sekretärin von Sebastian. Jetzt kannst du noch mal sagen, Sandra, ich liebe dich. Schatz, ich liebe dich wirklich. Oh. Er hat auch keine Miene verzogen. Ich hab mich dabei gelacht. War ernst gemeint. Keine Finger gekreuzt. Ja, schönen Tag noch. Tschüss. Ja, das Müllproblem ist weiterhin ziemlich groß. Solange wie es warm ist und die Bürger den Weg zum Wasser suchen und finden, fliegt auch Müll ins Wasser. Ne? Das ist so eine Katastrophe. Also hier wird ja weiterhin gegrillt. Das Problem ist, dass der Müll dann halt im Hafenbecken geschmissen wird. Dass oder auch am Land liegen bleibt. Ne? Oder am Land liegen bleibt. Das ist sehr ärgerlich. Also sehr ärgerlich. Also was man hier hinbringt, kann man ja auch wieder mitnehmen. Das ist unsere Aquariumpflanze eigentlich. Die halt tatsächlich haben wir da relativ viel Last mit der Alodera. Elodea, glaube ich. Elodea. Sodass sich halt dann großflächig die Pflanzen hier ausbreiten und dann natürlich auch durch den Schiffsverkehr Pflanzen rausreißen und dann nochmal der Müll, der von der Oberfläche reinkommt, sich da drin verfängt. Das sieht dann zum einen unschön aus. Es verfangen sich aber auch große Treibhölzer oder sowas dann da drin, die natürlich auch für so ein Binnenschiff dann auch mal zu einer Gefahr werden können. Deswegen versuchen wir das schon recht regelmäßig auch zu beseitigen mit unserem Mähboot. Ja, Mandy ist ein sehr wendiges Boot. Millimeterarbeit. Wir mähen damit die Wasserpflanzen, also schneiden die Wasserpflanzen. Wir können die Wasserpflanzen damit einsammeln.
wir können Müll sammeln, wir können, wenn es wichtig wird, Tonnen auslegen, um Untiefen zu markieren für die Schifffahrt. Also man kann noch schon einiges machen mit dem Boot. Und jetzt bei der letzten Abholung, also dieses Jahr werden wir weiter drüber kommen. Da haben wir im Schnitt so pro Abholung liegen wir dabei 1,5 bis 2,5 Tonnen. Ja. Das mindestens einmal die Woche. Ja. Dann halt überwiegend Alge, aber halt der Plastikmüll und so muss dann noch raussortiert werden. Normal wäre es Biomüll. Also könnte man auch kompostieren oder der Müllverbrennung, also der Biogasanlage zuführen. Geht aber nicht, weil halt so viel Müll dazwischen ist. Also die Namensfindung von dem Boot Mandy ist entstanden. Also wir hatten eine faire Ausschreibung für die Namensfindung von Mandy, unser Mähboot. Und ja, da konnte jeder Mitarbeiter seine Vorschläge einreichen. Und dann hat das Prüfungskomitee entschieden, dass es dann Mandy ist. Und ja, Herr Koch hat den Zuschlag gekriegt. Ja, tatsächlich sogar noch nicht mehr als mir selber, sondern ich hatte abends beim THW mit meinen Kollegen zusammengesessen, hat darüber berichtet und hatte über lustige Vorschläge gebeten und dann hat das ein Kollege von mir gesagt und fand das dann so gut, dass ich das dann hier eingereicht habe. Also ich kann die Lorbeer nicht ganz alleine für mich behalten. Mach da keine Macke rein, Christian, du bist gestrichen. Butterweich. Als wenn du Hafenmeister wärst.